Ups, das wollte ich nicht. Und dann los. Warte mal, Streitkolben. Nee, das ist kacke. So, warte mal, Strohdolch? Ach, Stahl! Okay. Eisenschild. Eisenschild? Eisenschild. Kann ich jetzt nicht mehr... Jetzt kann ich nicht mehr Magie anwenden. Ich verstehe das System noch nicht so ganz. In Oblivion und Morrowind war es halt so, dass Magie und die Hauptwaffe, also materielle Waffen wie Schwerter und Bögen, ein eigenes Slot belegten. Wenn das jetzt nicht mehr so ist, wäre das echt kacke. Vor allem, da die Favoriten anscheinend irgendwie nicht funktionieren. Okay. Soll ich hier erstmal trainieren? Da ist ja nichts drin. Aufschließen. So, benutze Maus. Maus auf Englisch übrigens. Ah, genauso wie in Oblivion also. Ich hab's geöffnet. Zaubertrank der geringen Magika. Warum hast du dich jetzt bewegt? Du bist gar nicht tot, ne? Ne? Nee. Die sieht cool aus, die nehme ich mit. Folgendes. Der hatte auch Zaubertränke des geringen Magikas in seinem Inventar. Deswegen hat er so gezuckt, als ich den Zaubertrank hier genommen habe. Weil die sind miteinander verbunden über Magie. Ganz klar. So, ich habe ein Zauberbuch aufgesammelt. Was bringt mir das? Objekte. Bücher. Zauberbuch. Benutzen. Neue Zauber gelernt. Funken. Interessant. Das heißt, man kann die sich jetzt nicht mehr antrainieren lassen. Okay. Das Buch vom Drachenblut. Von Prior Emelene Madrine, Orden des Talos. Venon Priorei. Hallo, Oblivion. Jahr 360 der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft. Seiner Majestät Pelagius der Vierte. Okay. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Ich finde das jetzt ein bisschen zu viel. Lese ich mir mal vielleicht privat ein andermal durch. Dietriche, Zaubertrank der kleinen Heilung. Wo haben wir eigentlich den Dietriche, den wir benutzt haben, um das Schloss hier aufzubrechen? Ist mir nicht ganz schlüssig, aber okay. So, die anderen sind natürlich schon weitergegangen. Klar, die warten gar nicht erst auf mich. Bin ja unnötig. Ups. So. Hoi. Wow, das hat's gebracht. Kann die Fähigkeit verbessern, indem man das oft macht? Kann man eigentlich in jedem Elder Scrolls so, aber... Okay, da ist was drin, das will ich haben. Das war unfair. Hä? Geht nicht weiter. Bam. So, Geldbeutel. 8 Gold. Und hier nochmal ein bisschen Jolt. Bisschen Jolt. Jolt ist immer gut. Blut. Und ein Horn. Nö, nö. Das braucht man nicht machen. Jolt. Soldatosturm in schäbige Robe. Die kannst du behalten, mein Freund. Hier entlang. Skelett Gold. Ah, nimm mit. Nein. Sei doch mal ruhig hier. Ich muss hier alle einsammeln. Das ist sehr wichtig, weil Gold ist so wertvoll und selten natürlich auch, dass ich hier jetzt alles mitnehmen muss. Ne, keine Ahnung, bis ich viel Geld habe, brauche ich vielleicht das wenige Geld, das ich hier kriege. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt. Für Ulfric. Yay. Bam am Arsch. Bam am Arsch. Also eigentlich nicht am Arsch, sondern der hat einen Bogen dabei. Ich will den Bogen haben. Langbogen.
Du schießt nicht auf mich. Weil der hat durch mein Schild. Waffen. Wie viele? Hä? Zwei kaiserliche Schwerter. Was habe ich getan? Ich habe Favorit hinzufügen geklickt. Jetzt ist es weg. Warum ist der Bogen jetzt weg? Hat er die fallen gelassen? Warum lässt er das fallen? Okay, also wenn man was zu Favoriten hinzufügt, lässt er das fallen. Ja, gut zu wissen. Hä? Okay. Warte, ich kann jetzt eins links und rechts nehmen. Das ist ja cool. Bringt mir das auch was. Ah, wenn ich jetzt auf den Langbogen klicke, dann rüstet er automatisch die Pfeile aus. Ja, cool. Boah, das verwirrt mich. Okay, Favorit hinzufügen ist auf V. Ja, natürlich. Drücke im Spiel, um das Favoriten zum Menü zu öffnen. Ah, dafür ist er da. Da kannst du Gegenstände sofort benutzen, ausrüsten, die du vorher als Favorit markiert hast. Das ist ja doof. Naja, gut, machen wir das mal. Was zur Hölle? So, wer auch immer mich angerufen hat, kann sich auf einen Block freuen. Im Ernst, was soll das? Okay. Favorit hinzufügen. Flammen oder Funke? 8 Schadenspunkte pro Sekunde. 8 Punkte. Aber hier ist Gesundheit und Magika. Hier ist nur Gesundheit. Nehme ich natürlich Funken. Kostet zwar mehr, aber was soll it? Was soll it? So, das auch? Besänftigt nahe Person. Ne, brauche ich wohl nicht so. So, dann gucken wir mal. Gucken wir uns das Menü an. Da muss man ja sogar scrollen. Ich fand das besser mit den Schnelltasten. Ach, das geht auch. Cool. Gut, ich habe nichts gesagt. Dann möchte ich jetzt aber anders machen. 1, 2, 3, 4. So. Warte mal. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Kann man das auch auf normale Tasten legen? Nee, schade. Egal. Nummern ist trotzdem geil. So, dann möchte ich mal gucken, wie das hier mit dem Pfeilsystem aussieht. Anscheinend schießt der Charakter so, dass man immer genau da trifft, wo das Fadenkreuz liegt. Das ist ja etwas blöd. Ah, toll. Okay. Ich werde Wache halten, für den Fall, dass Ulfric hier durchkommt. Da ist wieder umgekehrt. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Warte mal, wenn ich so mache und dann auf 1 klicke, passiert rein gar nicht. Oh. Andere Idee. Bekleidung. Eisenschild auf 1. Ha, ich habe die falsche Taste wieder gedrückt. Das ist aber auch ein bisschen doof, dass er das nicht ändert. Also im Moment, muss ich ehrlich sagen, lag das Spiel etwas an der Technik. Ach, da war gar nicht mehr Schnelltaste drauf. Warum nicht? Na, egal. Ich denke mal, sollte trotzdem jetzt so gehen. Na, wenn ich jetzt so mache, wenn ich dann auf langen Bogen gehe und dann wieder so mache, dann habe ich ein Problem. Ich will nicht mehr. Okay. Ach, es war doch noch drin.
1, 3, 4, 5. Ich drücke mal die falsche Taste. Pfeile. Oh Gott, Steuerung. Steuerung, Hilfe. Oh mein Gott. Warum stehst denn du hier? Warum gehst du nicht weiter? Kann das einen Grund haben, den ich erfahren sollte? Und warum ist hier Öl? Mal sehen, wo das hier hinführt. Und wie hoch springst du? Ja. Cool. Aha. Pech gehabt, wa? Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Ja, genau, weil es ja auch noch einen gab. Ich würde sagen, die haben noch mehr Pech gehabt. Als wir. Der Fluss sieht geil aus irgendwie, aber irgendwie auch... Ne, der sieht einfach geil aus. Guckt euch das an, das Wasser geht wirklich nicht durch die Felsen durch oder so. Der Weg nach wirklich nett ist gemacht. Da vorne. Komm schon. Und das Wasser, das auch von den Felsen runterkommt, ist jetzt vielleicht nicht dieser grafisch am ansprechendsten, aber geil gemacht. Besser hier entlang versuchen. Okay. Geldbeutel. Wir müssen in Bewegung bleiben. Jetzt mir schon klar. Nee, warum eigentlich? Wir sind hier etwas sicher. Warum wird mir jetzt eigentlich die ganze Zeit... Ja, nee. Mein Leben angezeigt. Deswegen wohl. Einhändig? Was sind diese verdammten Biester? Die haben viel zu viele Augen. Haben sie? Ich sehe gar keine. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5? Frostbissgift. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schaden. Ich brauche kein Gift. Ich benutze nie Gift. Habe ich in früheren Elder Scrolls auch nie benutzt. Let's go. Vorsichtig! Nein! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Da? Das Feldknoll? Ich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschlagen. Alles klar, machen wir. Rum. Wombat. Oh, was für ein schwieriger Gegner. Also das war berechtigt, dass du dich mit der nicht anlegen wolltest. Oh mein Gott, seht nur, wie viel Leben ich verloren habe. Frag halt nicht. Warte mal, war das jetzt auch am meisten wert? Ich habe nur auf das Gewicht geguckt. Sind Dinosaurier? Nee. Warum habe ich jetzt Blutspritze auf meinem Gesicht? Weg damit. Weg damit, habe ich gesagt. Drücken C, um zu schleichen. Nee, ich glaube nicht. Der sagt auch nichts mehr, ne? Der hasst mich jetzt. Obwohl er gar nichts machen brauchte. Der Sack. Was gibt er denn hier oben? Hier kann man doch bestimmt... Nein! Okay, vielleicht nicht. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja. Ist auch klar, ich bin ja Dovahkiin. Ziel Himmelsrand. Helm. Mit einem arkanen Verzauberer kannst du neue Verzauberungen von gefundenen Waffen und Rüstungen anlegen. Keine Ahnung. Wartet! It's a dragon! Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Na klar. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser.
Stimme ich zu. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay. Tschö. 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 War jetzt doch auf mich. Hä? Gerade labert der noch was von aufteilen, jetzt geht er nicht weiter, sei denn ich gehe ihm hinterher. Hä? Sinn ist mir nicht ganz schlüssig. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließ dich dem Aufstand der... Ist Ulfric nicht tot? Den haben sie doch eben geköpft. So war das auch. Guck mal, wie hoch der springen kann. Total realistisch, vor allem mit so einer Kilogramm schweren Rüstung. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Oh, ich find's schön. Man gewöhnt sich wohl daran. Da will ich hin. Hast du was gehört? Ich sehe irgendwie voll episch aus mit meinem fehlenden Augenlitz. Augenlitz? Augenantlicht. Die Wächtersteine entdeckt. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Erstmal sammeln, ganz klar. Ich will natürlich nicht noch mehr mitnehmen. Das ist ja logisch. Der Diebestein. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Nee, danke. Also ist das jetzt im Prinzip Sternzeichen? Nur man kann es immer ändern, oder wie? Lernen die Zauberfähigkeiten schneller. Lernen die Kampffähigkeiten schneller. Also hier kann man sich im Prinzip entscheiden zwischen Dieb, Magier oder Kämpfer. Ja. Was nehmen wir? Zeichen annehmen. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Hä? Bleibt das jetzt so, bis ich einen anderen Stein aktiviere? Muss ich dich mal sehen. Ja, bleibt nur so ein bisschen an und Stein aktivieren. Kann ich den jetzt wieder aktivieren? Okay. Sehr gut. Das ist ja nice, dass man die Sternzeichen jetzt im Prinzip immer wechseln kann. Finde ich gut. Und die anderen Zeichen sind dann im Prinzip die mit extra Abilities. Also die Voll-Imbar-Zeichen. Denkt daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Jeder spielt MW3. Nee, das finde ich nicht gut. Ich finde Battlefield 3 immer noch besser. Ja. Jedenfalls, solange ich das Spiel noch nicht habe. Ey! Jetzt hast du verkackt, Freundche! Jetzt hast du verkackt! Mama Boom und dann Boom! Hast du verkackt, siehste? Ja, jetzt stimmst du mir zu, ne? Ja, jetzt bist du aber zu spät. Also, dieser Joghurt, dieser rote Joghurt. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Schrecklich Marmelade auf meinem Bildschirm. Sieht nicht so schön aus. Entschuldigt mich kurz, ich muss trinken. So, weiter kann das gehen.
Dann nehme ich jetzt schon auf. Warte mal. Wie ging nochmal das automatische Gehen? Na egal. Flusswald entdeckt. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle.